Sonntagabend, kurz nach 19 Uhr, ganz Vettelheim im Ausnahmezustand. Einstündiger Autokorso durch ganz Heppenheim. Alle feiern ihren Sebastian Vettel, dem nach einem an Spannung kaum zu überbietenden Rennen jüngstem Dreifachweltmeister aller Zeiten. Atemberaubend, ziemlich spannend und teilweise das Herz hat gepumpt ohne Ende. Es war ein sehr spannendes Rennen, aber es ist auch sehr gut ausgegangen. Es war einfach brutal, gigantisch. Die vielen Boxenstops, gigantisch. Herzlichen Glückwunsch Sebastian zu deinem dritten Titel in Folge. Der Sebastian hat alles wieder so hingekriegt. Und am Ende einfach geil, er ist Weltmeister und was soll man mehr sagen? 4 Stunden zuvor, um Punkt 15 Uhr, öffnet das Public Viewing im Heppenheimer Industriegebiet seine Pforten. Rund 1000 Fans strömen zum ersten Sebastian Vettel Fanclub, um dem 25-Jährigen beim letzten Rennen der Saison in Sao Paulo die Daumen zu drücken. Der bekannteste Sohn der Stadt muss bei seinem Punktevorsprung nicht mal auf dem Siegertreppchen landen, um sich den Gesamttitel zu sichern. Um 17 Uhr dann der Start und der erste Schock. Sebastian Vettel wird nach wenigen Sekunden gerammt und fällt auf den letzten Platz zurück. Der Titel damit futsch. Doch Vettel kämpft sich wieder Platz um Platz nach vorne. Herzschlagbeschreibung. Zu hoch, nicht normal auf jeden Fall. Ich glaube 260 oder irgendwas. Anschlag, die war am Anschlag, es ging nicht mehr weiter, oder? Ja, so ist er halt, der Sepp, ja. Bei seinem ersten WM-Titel ist er auch im letzten Rennen Weltmeister geworden. Und heute hat er es auch wieder bis zum Schluss durchgezogen, die Spannung hier hochzuhalten. Also muss ja nicht mehr sein, ja. Doch die Spannung reißt nicht ab. Vettel fährt angeschlagen auf Rang 6 vor und schnappt damit dem besser platzierten Fernando Alonso den Titel wieder weg. Doch dann wieder Regen, falsche Reifenwahl und weitere Unfälle. Vettel fällt auf Rang 11 zurück, der Titel wieder weg. Doch Heppenheims ganzer Stolz kann sich in den letzten Runden auf Rang 6 vorarbeiten. Und das soll reichen. Um 10 vor 7 Riesenjubel im Odenwald. Aber auch Danksagungen an einen, der Sebastian Vettel noch vorbeiließ und in Brasilien sein letztes Rennen gefahren ist, Michael Schumacher. Also ich war auch eine ganze Zeit lang Fan von Michael Schumacher. Also er hat super Jahre gefahren, war super gut und ja, wir danken ihm natürlich für die geile Zeit und er soll sein Rennen, Alter, genießen. Auch wenn die letzten 3 Jahre nicht so gut waren, es war eine Hammerkarriere und ich hoffe, er freut sich auf sein neues Leben und ich wünsche ihm alles Gute. Danach zählt aber nur noch einer, Sebastian Vettel. Die Planung für einen großen Empfang für den Formel-1-Weltmeister sind jetzt schon im vollen Gange. Dann wird aus ganz Heppenheim wieder Vettelheim.